Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer fetten Runde Ankündigungen. Ja. Wir beginnen gleich mal, denn das Hörspiel Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 6 ist inzwischen zu Ende. Und damit auch die Reihe, die wahrscheinlich die meisten, die das hier gucken, auf diesen Kanal gebracht hat. War wirklich echt ein Ding. Werde ich in einem anderen Video aber nochmal drüber reden. Jetzt geht es... keine Ahnung, warum ich gerade nicht reden kann, ja. 5 bzw. 6 Ankündigungen habe ich. Definitionssache. Natürlich wird die Walross Edition 6 auch wieder als ganzes Hörspiel kommen. Das war die, wegen der ich sagte 5 oder 6. Das war die Nummer 6. Also, was ich auch noch kurz sagen will, ich wollte tatsächlich auch ein Video mit allen Walross-Editionen zusammenbringen, was letztendlich aber leider nicht geht aufgrund von YouTubes Limits mit 12 Stunden Maximum in einem Video. Dementsprechend kann das leider nicht stattfinden. Dann, was ihr am Ende des Epilogs der Walross-Edition gesehen habt. Allgemein, es gibt mehrere Stellen, guckt euch lieber die Walross-Edition an. Für das, worüber ich jetzt rede, für Lullaby, ja, kommt auch. Und ja, das war's. Ansonsten seht ihr, wenn ihr einfach durchscrollt, an den Bildern, worüber ich gerade rede. So, wir fangen an. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Spezial Episode X. Dawn of the Skies. Und ja, 100%ig ist das Ganze wohl noch nicht rum. Spezial Episode X. Ein wahres Finale. Darkrai ist geschlagen, Omegon hat gesiegt. Doch was ist, wenn sich die berichtigen lassen, die all die Zeit auf der Seite des Lichtes standen? Was könnte passieren? Was bringt die Zukunft? Ich plane das Ganze rund 2 Stunden lang zu machen. Und es wird auch noch eine Weile dauern. Ich will auch andere Projekte jetzt erstmal machen und das Ganze erstmal in der Zukunft lassen. Rechnet somit Anfang April mit Neuigkeiten, würde ich sagen. Bis dahin werdet ihr aber nicht unversorgt bleiben. Punkt 2. Eine andere Spezialepisode mit dem Namen Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Darkrai's Chroniken. Was ist diese Spezialepisode? Nun, es ist eine Art Vorgeschichte. Rund 1 Stunde lang wird die Spezialepisode gehen. Eine Vorgeschichte zu den Ereignissen der Serie. Eine Erklärung, wie Darkrai wurde, wie er ist. Und auch Charaktere, über die ihr bestimmt mehr wissen wollt, die ihr aber nicht wirklich kennenlernen konntet in der Serie, werden einmal wirklich beleuchtet. Vor allem die Weltengeister. Seid dabei, wenn das Projekt, ich kann euch noch kein genaues Datum sagen, aber im Oktober wird diese Spezialepisode noch erscheinen. Außer meine Pläne gehen komplett schief. Dann, der nächste Punkt, was im Prinzip noch eine Spezialepisode ist, irgendwie aber auch nicht. Lullaby, ich hab's schon vor einer Ewigkeit angekündigt. Ich habe es im Frühjahr angekündigt, dass es kommen wird. Im November wird es soweit sein. Fertig ist es schon eine ganze Weile. Ich habe mich allerdings entschieden, das Ganze noch zu verschieben, weil es letztendlich Spoiler für die Walross Edition 6 beinhaltet hatte. Das Ganze ist nämlich eine recht auf Nostalgie basierende und auch leicht traurige Spezialepisode. Ebenfalls rund 1 Stunde lang, die sich darauf fokussieren wird, wie Bulby eigentlich klarkommt, jetzt wo Shinnok einfach fort ist. Begleitet Bulby, wie sie dann in einem Hörspiel extra zum Einschlafen
sich zurückerinnert an alte Zeiten mit ihrem Partner und besten Freund und guckt, was sie nun im Leben machen wird. Das Ganze wird, wie gesagt, im November erscheinen. Kann ich auch noch keine genaue Zeit sagen. Was ich auch noch sagen möchte, ich habe ja schon gesagt, in ein paar Tagen, das mache ich gerade out of der Liste, kommt ein Video, in dem ich nochmal über die Walross-Edition rede. Damit verbunden wird es auch eine Abstimmung geben. Eine Abstimmung, was eure drei Lieblingscharaktere der Walross-Edition sind. Wenn ihr bei der Abstimmung mitmachen wollt, dann seid in ein paar Tagen dabei. Ihr werdet das Video eindeutig erkennen. So, die zwei letzten und größten Ankündigungen. Und gleichzeitig auch die, auf die ich mich am wenigsten freue. Ja, ihr wollt es, ihr kriegt es. Es ist genug Zeit ins Land gegangen, es ist eine ganze Weile nun vorübergezogen und es wird dann wohl Zeit für Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 3, aber dumm. Ja, der dritte Teil der verarschten Walross Edition, bei der einfach alles durchgewürfelt ist durch Google Translate und Textumschreibegeneratoren. Ich werde das Ganze diesmal etwas anders machen. Und zwar habe ich derzeit den Plan, dass ich nicht zwei Folgen die Woche bringe, sondern nur eine, in der ich dafür aber gleich zwei oder, wenn ich mich danach fühle, auch mal drei Kapitel abarbeite. Dann habe ich einfach das Ganze ein bisschen konzentrierter. Ihr wisst vielleicht noch, was meine Probleme mit dem Projekt waren und ich habe das Gefühl, ich kann da ein bisschen entgegenwirken. Ich kann euch noch nicht genau sagen, wann es losgehen wird, aber ich sag's, wie es ist. Wenn ich das gerade hochladen werde, das Video ist hoffentlich Sonntag. Also, ich an eurer Stelle wird spätestens mit dem 4. Oktober Folge 1 rechnen. Versprechen tue ich nix, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und ja, dann die letzte Ankündigung. Das nächste richtige, große Hörspiel, das relativ sobald die Walross-Edition in Dumm enden wird, beginnen wird. Es wird mein erstes Non-Pokémon-Hörspiel sein, wobei man starke Parallelen zur Walross-Edition erkennen wird. Ausgedacht habe ich mir das Ganze und auch schon begonnen mal zu schreiben. Noch vor der Walross-Edition 4. Und man merkt relativ, der erste Grundgedanke war, was, wenn ich eine Art Walross-Edition schreibe, deren reine Existenz keine Copyright-Verletzung ist. Originale Charaktere in einer besonderen Welt treffen auf Herausforderungen, die man sich schwer vorstellen kann. Und dabei müssen Wesen zusammenarbeiten von verschiedensten Idealen, verschiedensten Glauben, verschiedensten Rassen. Also Rassen im Sinne von, es sind Tiere, ne? Ich will das hier nicht rassistisch klingen lassen. Spezies ist der Begriff, genau. Und teilweise nicht einmal wirklich Lebewesen, sondern selbst Götter. Sie alle stehen gegen eine Bedrohung. Das Erlöschen der Sonne. Was genau es mit dem Hörspiel die Wesen unseres Planeten auf sich hat, werdet ihr erfahren, sobald es dann beginnt. Bis dahin werdet ihr genug bekommen, das merkt ihr. Wir sehen uns hoffentlich bei vielen Projekten. Gerne Like und oder Abo dalassen. Bis bald und ciao.